Ich habe euch in La Paz zurückgelassen und heute nehme ich euch mit in die größte Salzwüste der Erde, die Salado Uyuni im Süden Boliviens. Ich bin übrigens mit dem Überlandbus dorthin gefahren. Die sind sehr komfortabel, wie ich finde. Und ja, diese Reise war wirklich etwas ganz Besonderes für mich. Erstens war es der erste Ort, den ich außerhalb von La Paz in Bolivien gesehen habe. Zugleich ist es aber auch eine der beeindruckendsten Landschaften, die ich in meinem ganzen Leben bisher vielleicht auch sehen durfte. Einfach weil die Salado Uyuni natürlich auch einen wirklich hohen Wiedererkennungswert hat. Das ist tatsächlich eine Landschaft, die ich noch nie ansatzweise auch nur so mir hätte vorstellen können. Und in dieser Salzwüste hatte ich eine besondere Begegnung oder einen besonderen Moment, den ich gleich mit euch teilen möchte. Ich bin am Ende meiner Reise, kurz bevor ich nach Deutschland zurückgefahren bin, nochmal wiedergekehrt in die Salado Uyuni. Mit einem Geländewagen habe ich diese Wüste durchquert, mit aber einer Organisation. Ich habe das also nicht selbst geplant. Das wäre auch, glaube ich, zu gefährlich. Man bräuchte da schon wirklich gutes Equipment auch. Und davon werde ich euch gleich noch berichten. Jetzt sollt ihr erstmal erfahren, was es eigentlich mit diesen Musikern auf sich hat, die auch auf dem Cover des Buches zu sehen sind. Das Kapitel heißt Lebensknoten. Und ja, hört einfach selbst zu, was ich dort erlebt habe. Weißt du, warum wir so oft an unsere Jugend zurückdenken, wenn wir alt sind? Hat mich einmal ein Freund gefragt. Nein, warum? Weil es uns in Erinnerung bleibt, wenn wir etwas zum ersten Mal tun. Das Leben ist wie ein Seil, und wenn du etwas zum allerersten Mal tust, dann entsteht an dieser Stelle ein Knoten. Ein trockener, ungemütlicher Wind peitscht über die Ebene, während ich über jenes Gespräch nachdenke, das vor einigen Jahren an einem grauen Novembertag in Deutschland stattfand. Meine Schritte knirschen auf dem kargen Salzboden. Das Salz bildet ein geometrisches, wabenförmiges Muster, das sich kilometerweit ausdehnt und in der Ferne verliert. Schritt für Schritt gehe ich zögerlich weiter. Ich breite zaghaft die Arme aus und lasse sie wieder sinken. Ich bin hier, in der Salado Uyuni, der größten Salzpfanne der Erde auf fast 4000 Höhenmetern, und diese Weltengegend ist leuchtend blau und kristallweiß, glitzernd, unfruchtbar und auch ein wenig mystisch. Hinter mir ragt stolz die Insel Incahuasi in den Himmel auf. Als fossiles Denkmal leistet sie Widerstand an diesem unwirtlichen Ort. Ein winziges Tröpfchen dunklen und alten Lebens im toten Weiß. Hier wachsen stachelige Wächter, jahrtausende alte Kakteen, die dem Vergehen trotzen und sich im dumpfen Gelbraum wie störrische Krieger der Sonne entgegenstrecken. Sie sind stille Zeitzeugen, die zusahen, wie einst die Inka mit Opfergaben um die Gunst der Götter buhlten. Schon damals standen sie auf dem versteinerten Korallenfriedhof, der das Opferblut in sich aufnahm. Bis zum felsigen Herz der Insel muss es gesickert sein, und prachtvoll müssen die Korallen im See gewesen sein, der vor 10.000 Jahren verschwand und dessen Fläche ich nun beschreite. Die Weite der Landschaft bildet einen Rückzugsort für große Fragen. Plötzlich muss ich über Liebe, Glück, Lebenssinn, Zukunft, Vergangenheit und jenen großen Themen nachdenken, deren Bedeutung sich je nach Lebensphase, Erfolgen und Enttäuschung verändert. In der Salado Uyuni bin ich losgelöst von der Gesellschaft. Hier ist niemand, der mir Rollen zuschreibt, die ich im Wechsel zu erfüllen versuche oder von Grund auf ablehne. Es ist der Anblick von Unendlichkeit. Es sind surreale, unwirkliche Orte, die mich reizen, die sich in mir spiegeln und meine Gedanken formen. Am Horizont schweben graue Felsblöcke über dem Salz. Die fliegenden Inseln sind eine optische Täuschung, oder? Mein Gehirn hat sich verirrt, wurde überlistet. Ich nehme etwas wahr, das es nicht geben kann, und doch sehe ich es ganz deutlich. Ich schließe die Augen. Die Luft in dieser Höhe hat zu wenig Sauerstoff. Es gibt keinen Referenzrahmen, der bestimmt, was wahr ist und was nicht sein darf. Ich öffne die Augen einen winzigen Spalt weit. Gleißendes Licht trifft auf meine Pupillen. Die Umgebung verschwimmt und ich beschließe,
dass ich die Grenzen selbst ausloten, sie aufweichen, auflösen oder verschieben kann. Die Möglichkeit einer fliegenden Insel verzaubert mich. Cumuluswolken ziehen auf und rücken näher. Am Horizont fährt ein einsamer Truck lautlos über das Salzplateau. Die Welt bewegt sich langsam. Und gerade als ich glaube, dass die Unendlichkeit die Zeit verschluckt, alles stehen bleibt in dieser weißen Glitzerwelt, da erschallen farbenfrohe Töne aus weiter Ferne. Ich drehe mich verwundert um. Das Geräusch ist wieder verstummt, doch im Sonnenschein sehe ich die Konturen von 7 Gestalten mit glänzenden Instrumenten. Für einen kurzen Augenblick gibt es keine Bewegung, die Welt holt tief Luft, hält den Atem an und auch ich verharre. Der Wind fegt mir ins Gesicht, die Sonne brennt unerbittlich auf mich herab. Einen Gedanken, den ich schon seit geraumer Zeit in mir trage, teile ich jetzt mit dem Universum. Wenn das Leben am allerschönsten ist, dann sollte da Musik sein. Die Luft pulsiert durch die Blasinstrumente der Musiker und eine Melodie ertönt. Sie ist nicht fein und zart, melancholisch oder traurig. Sie ist lebendig, wild, sie ist echt. Und sie will hinaus in die Welt. Denn sie ist von Menschen gestaltet, die sich in der Musik verlieren. Von den Klängen geht ein Sog aus, dem sich die wenigen Besucher nicht entziehen können. Wie Ameisen, die zu ihrem Bau wandern, steuern sie aus allen Richtungen auf die Musiker zu. Auch meine Schritte werden schneller. Genau hier, genau jetzt, entsteht für einen winzigen Moment eine fantastische Welt. Die Salzwüste wird vor aller Augen mit Leben erfüllt. Solange die Musik spielt, bilden Menschen verschiedener Nationen und verschiedenen Alters eine Gemeinschaft. Und ich bin ein Teil von ihr. Ein Lächeln liegt in den Blicken der Fremden, die einander ansehen, und Vertrautheit schwingt durch die Luft. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich sehe mich von oben, wie ich dort stehe, in der weißen Unendlichkeit. Fliegende Inseln, Kakteeninseln, eine Band und fremdvertraute Menschen um mich herum, die auf dem Salz tanzen. Ich sehe, wie sich die Lebensfreude über unseren Köpfen sammelt und vom Wind getragen wird. Und ich begreife auf einmal, es sind nicht die großen Gedanken, die gedacht werden wollen, die meine Reise ausmachen. Es ist das Tanzen in der Salzwüste, das Lächeln dieser Menschen, die Lebenslust, die unsere Gesichter erleuchtet und in den Himmel ausstrahlt. Es ist der Verlust der Hemmung, das Loslassen, Fallenlassen, Überlassen. Es ist das Geschenk, das mir hier bereitet wurde, das Genießen der Flüchtigkeit an diesem Ort, in diesem Moment. Denn das Leben ist vergänglich. Und das ist in Ordnung für mich. Zumindest möchte ich das glauben. Die Musik verstummt, die Menschen zerstreuen sich und was bleibt, ist ein gewaltiger Lebensknoten, der aus dem Nichts heraus geknüpft wurde. Ich habe beschlossen, mein Leben zu verlängern, meinem Lebensseil Knoten um Knoten hinzuzufügen, um am Ende mit Erinnerungen überschwemmt zu werden, um im Wust der Erfahrungen baden zu können, wenn mein Körper nicht mehr will. Das ist dieser besondere Moment in der Sala, den ich dort erlebt habe. Es ist natürlich auch schon so, dass so eine zauberhafte Welt, diese Landschaft, die man sich vorher nicht hätte irgendwie erträumen können, natürlich diese ganzen Gedanken auch befeuert. Man ist vielleicht, oder ich bin auf jeden Fall
ein Stückchen auch melancholisch, wenn ich allein reise und wenn ich dann tolle Begegnungen mit Menschen habe und man plötzlich merkt, die Welt ist, die Menschen auf der Welt sind nett, sind freundlich. Eigentlich gibt es gar nicht so viele Dinge, vor denen man wirklich Angst haben braucht. Dann sind das einfach so besondere Momente, die einem natürlich auch in Erinnerung bleiben und die aus so einem scheinbar kleinen Moment auf einmal etwas ganz Großes machen. Und ja, ich habe einfach versucht, das hier in Worte zu fassen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal ähnlich erlebt. Ich war also anfangs in der Salado im Juni und bin kurz vor Ende wieder zurückgekehrt. Ich wollte nämlich unbedingt noch eine zweite Landschaft sehen, falls man das so sagen kann, die noch ein Tucken weiter südlicher ist und an die chilenische Grenze rangeht. Die heißt Suolipes. Und diese Landschaft ist auch wirklich unfassbar. Also man hat zum Beispiel die Salvador-Dali-Wüste mit gelb-rötlichem Sand. Man hat skurrile Felsformationen wie der Abol de Piedra oder Geysire. Wir sind im Morgengrauen zum Beispiel mit einem Geländewagen zu einem Geysirfeld gefahren und man sieht diesen Rauch, der aufsteigt in dunklen Himmel und dahinter geht die Sonne auf und wir haben in heißen Quellen gebadet und in diesen Morgenstunden sind die Haare gefroren in der kalten Luft, weil es auf fast 5000 Metern oder immer diese ganze Gegend liegt immer ungefähr so zwischen 4.500-5.000 Höhenmetern. Das heißt, man bekommt manchmal auch nicht so viel Luft, wenn man Pech hat, wenn man anfällig ist für die Höhenkrankheit. Es ist also auch empfehlenswert, sich vorher gut zu akklimatisieren. Und das ist natürlich so einmalig, das bleibt einem so sehr im Gedächtnis. Und doch ist es schwer, das immer in Worte zu verpacken, so dass es nicht hohl klingt. Also, dass man nicht permanent nur sagt, wie toll und schön und eindrucksvoll das ist. Man merkt ja manchmal auch, dass mir es vielleicht auch schwer fällt, immer wieder neue Adjektive zu finden, die das wirklich beschreiben, dieses Lebensgefühl, was man an dem Ort erlebt hat und was einen vielleicht dann auch immer wieder dazu treibt, dass man wirklich reisen möchte. Das zweite Mal, dass ich also dorthin gefahren bin, war mit einer organisierten Tour. Ich wusste vorher nicht, wer da jetzt mit auf diese Tour kommt. Es waren dann am Ende fünf, auch eher jüngere Menschen, die sich vorher auch alle nicht kannten, bis auf zwei Französinnen. Aber es gab dann noch einen Engländer, eine Peruanerin und einen Thailänder. Und das ist auch immer toll zu erfahren, dass in so kurzer Zeit eine Gruppe zur Gruppe wird, man sich so viel zu erzählen hat, man Abende gemeinsam verbringt, wenn man diese ganzen Geschichten austauschen muss, die man schon erlebt hat. Und das sind auch immer die Momente, in denen ich das Gefühl habe, Alleinreisen, vor allem auch besonders, stärkt einen so sehr. Es lässt einen selbstbewusster werden. Eben weil man merkt, dass die Welt ein freundlicher Ort ist, eben weil man auf Menschen zugehen muss, auch wenn einem das am Anfang vielleicht nicht so liegt, aber man bekommt eigentlich immer so ein positives Feedback, weil jedem geht es so. Jeder fühlt sich allein oder jeder möchte sich austauschen. Ja. So, beim nächsten Mal schließe ich mich dem italienischen Dokumentationsteam an und wir werden auf der Todesstraße mit dem Mountainbike etwa 60 Kilometer Downhill fahren und ja, wie es da so ist oder wie es weitergeht, das seht ihr dann beim nächsten Mal.